Total. Schön. Denn auf zur nächsten Aufgabe. Ich glaube, ich kann sie jetzt machen, aber dafür brauchen wir Abend. Ist doch Abend. Nee, es ist 9.20 Uhr in der Morgenstunde. Nee, das war so dunkel. Es war 9.20 Uhr, sonst steht ja 21.20 Uhr. Aber es war so dunkel. Ja, da kann ich ja nichts für. Doch. Ohoho, ich bin der Weihnachtsmann. In unserem Dorf gibt es nicht viele junge Kerle wie dich. Du bist aber nicht etwa einer von den Niger, oder? Natürlich nicht. Ohoho, das war nur ein Scherz. Du brauchst nicht so ernst aus der Wäsche zu schauen. Diejenigen, die der Verheerung Ganon ihre Treue geschworen haben, nennen sich Jäger. Sie greifen alle an, die sich Ganon entgegenstellen. Seit dem großen Erdbeben letztens sind sie sehr aktiv. Keine Angst, ich halte dich nicht für einen Jäger. So gut kann ich Leute gerade noch einschätzen. Nimm dir den kleinen Scherz nicht übel. Vielleicht kann ich es hiermit wieder gut machen. Ach ja, nehmen wir. Rüstungskürbis, ein stahlharter Kürbis, der auf den Feldern Hyrules angebaut wird. Wird er in Gerichten beigegeben, stählt er die Haut des Essers und steigert so beträchtlich dessen Abwehr. Das hier ist Kakariko Spezialität, ein Rüstungskürbis. Ich habe ihn mit Hingabe großgezogen. Probier ihn mal. Wenn du mehr wissen willst, komm gerne jederzeit bei meinem Feld vorbei und frag mich. Okay, okay. Ist sie schon da? Ist das überhaupt das richtige Haus? Ich weiß es gar nicht. Gehen wir mal weiter gucken. Da waren Schleichwürmchen. Ich habe doch welche. Wie viele habe ich denn? 10 reicht. Aber da waren Schleichwürmchen. Schön. Ach, da ist sie doch. Ach. Alle sagen, nachts wäre es so gefährlich draußen. Ich kann gar nicht mehr meine geliebten Glühwürmchen beobachten. Jeder Tag fühlt sich genau wieder davor an. Ich wünschte, die Glühwürmchen würden mich hier besuchen. Warten wir mal, bis die Tür zu ist, ne? Wie viele will die denn haben? Steht das da drin? Muss man mal mit dir quatschen. Nanu, was leuchtet denn da in deiner Tasche? Hast du die etwa für mich gefangen? Hol sie raus, hol sie raus! Hol ich meine Würmchen raus. Du weißt du trotzdem noch nicht, wie viele. Ich nehme einfach alle. Stehe ich genau vor dem Blick, ne? Wow! So viele Glühwürmchen! Danke, das ist alles, womit ich mich revanchieren kann. Aber es kommt von Herzen. Amen. Sie leuchten so schön. Was für eine Pracht. Ah, du bist schöner. Da, danke. 2, 3, 4. An das komme ich wohl nicht mehr ran, oder? Warten, bis du. Da war es eben. Ja. So, bestens. Sturmbumerang wäre jetzt gut gewesen. Ja, das dachte ich auch gerade. Also ein Schleichblöckchen. Würmchen. Ich wollte gerade sagen, aber wir haben doch wieder alle. Aber da sind noch mehr. Jemand ist in das Anwesen eingebrochen und hat etwas gestohlen, das Paya sehr wichtig ist. Es würde Paya sicher helfen, wenn ihr mit ihr sprecht. Link, wir waren die ganze Zeit hier und diese schreckliche Sache ist trotzdem passiert. Wer hätte damit gerechnet, dass ein Dieb sich hier einschleicht? Dann gehen wir mal zu Paya. Zu Paya. Link! Ich habe nur kurz weggesehen. Was soll ich nur machen? Was ist los? Das heilige Juwel, es wurde gestohlen. Und das, wo ich gerade sein Geheimnis enträtseln konnte. Dem vom Juwel Auserwählten wird der Segen der Alten gewährt. Ich denke, dieser Auserwählte bist du. Und die Alte ist Impa. Paya,
hat kaum noch geschlafen, weil sie dem Geheimnis des Juwels auf den Grund gehen wollte. Sie glaubt, dass der Segen der Alten sich auf die antiken Schreine bezieht, wie den hier oben auf des Dorfes oder so. Und dass das Juwel der Schlüssel ist, um einen dieser Schreine zu öffnen. Der hat so darauf gewartet, dir das alles sagen zu können, und dann ist dieser ganze Schlamassel passiert. Ich habe das heilige Juwel von morgens bis abends gereinigt. Jemand muss es nachts gestohlen haben. Aber Außenseitern ist der Zutritt hier nicht erlaubt. Und ich weigere mich zu glauben, dass es jemand aus dem Dorf war. Ist aber auch gestört, oder? Total. So ein Teil von morgens bis abends zu reinigen. Dieser heilige Ort wurde von jemandem mit bösen Absichten im Herz betreten. Ich bin froh, dass Großmutter in Sicherheit ist, aber trotzdem habe ich Angst. Ling Pai ist verängstigt. Vielleicht ist der Verbrecher auch noch in der Nähe. Könntest du nicht kurz bei ihr bleiben? Wieso eigentlich? Aber egal. Wieso sind wir jetzt in ihrem Schlafzimmer? Ling, ich danke euch. Da ihr den ganzen Tag bei mir geblieben seid, habe ich den Mut gefunden, diesen Banditen die Stirn zu bieten. Hier zu sitzen und das Geschehene zu bejammern, ist doch keine Lösung. Ich habe Dorian und Kado befragt, aber außer den Dorfbewohnern haben sie niemanden gesehen. Ich werde versuchen, mich an die Details des Diebstahls zu erinnern. Bedenke jedoch bitte eins, der Dieb könnte doch in der Nähe sein. Versprecht mir, dass ihr euch des nachts verdächtigen Personen keinesfalls nähert, egal was sie tun. Alter, ich habe gerade die Tageszeit da gewechselt auf 22 Uhr, dann bin ich hierher und jetzt ist es 19 Uhr. Weißt du, wie viel Zeit da vergangen ist? Ja, Link hat sie ganz schön lange beschäftigt. Getröstet. Oder so. Aber es ist doch schon 19 Uhr. Ja, aber es geht ja erst ab 22 Uhr, glaube ich. Soll ich jetzt hier 2 Stunden rumstehen? Ja. Jetzt pisst das auch noch. Glaubt das ja nicht. Tja, hätt's mal gewartet. Dann hätte es wahrscheinlich auch geregnet. Niemand weiß es. Niemand weiß es. Lass dich Rumpelstilzchen heiß. Ah! Jetzt waren sie weg. Was? Die Tussi da hinten. Das ist ein Typ. Das merkt niemand. Ich will den jetzt aber nicht hinterher. Warum nicht? Weil das der falsche Typ ist. Nein. Doch, natürlich. Nein. Weißt das doch, wieso diskutierst du mit mir? Weil es dir Spaß macht. Achso. Los! Beweg dich! Jetzt geht er, guck. 22 Uhr. Sag ich doch. Ich hasse sowas, Leuten aufzulauern. Ich hab da immer kein Talent für. Ich werd immer erwischt. Vielleicht hättest du vorher speichern sollen. Ey, jetzt ist er schon losgegangen, jetzt nach 22 Uhr. Das Feuer musst du so oder so entzünden, wenn du erwischt wirst. Die laufen auch immer so langsam. Aber der läuft, dann kann ich ja schon mal den Apfel fotografieren. Oh, er ist weit gekommen in der Zeit. Ja. Voll krass. Crocs kann man leider nicht fotografieren. Kannst du schon. Ja, aber bringt nichts. Ja. Außer ein hässliches Crocbild. Ja. Die Fotos machen wir alle fürs Hyrule-Handbuch. Kann hier mal reingehen. Wie viele wir schon gesammelt haben. Ein Huhn. Monster. Lebensmittel. Manchmal fotografiere ich dann auch einfach die Lebensmittel in den Geschäften. Mann, guck dir das mal an, wie weit er gekommen ist. Ja. Jetzt geht er weiter. Jetzt rennt er auch, Mensch.
Ich muss was tun! Das ist ein Mann. Ich muss was tun! Mit einem Huhn. Das will ich lieber nicht wissen. Brauchen wir die Fackel noch eigentlich nicht, ne? Nö. Achso, was rüsten wir denn Schönes aus? Es regnet, also den Feuerstab. Ja, das ist eine gute Idee, hast recht. Ja, das Reiseschwert. Ja, aber ich brauche gleich was Stärkeres. Achso, wir können aber die Fackel fotografieren. Das ist unsere erste Waffe. Da hinten steht auch einer, aber das ist ein anderer. Ah, ist schon weitergegangen. Da läuft er. Niemand hier, nö. Ach komm. Verdächtig, dass er so rumschleicht. Überhaupt nicht. Immer noch nicht dieses Leuchtvieh zu sehen. Was war das? Komm. Kannst du gar nicht gehört haben. War wohl nichts. Wieso spreche ich eigentlich dein Part? Weil du Lust hast. Ach so. Gut. Weil du es kannst. Zeig dich! Ich komme ja schon. Obwohl, nee, eigentlich ist es egal. Oh, das ist ja mysteriös. Schleichwürmchen. Ja, habe ich gesehen. Ich weiß, dass du hier bist. Komm raus! Du musst hier nicht so rumschreien. Bin ja schon da. Also, du hast das Juwel gestohlen. Da ist aber jemand sauer. Ich dachte mir schon, dass das Juwel den Dorfbewohnern wichtig ist. Warum hast du es gestohlen? Bin überrascht, dass du das fragst. Warst du nicht der Erste, der uns verlassen wollte? Du müsstest doch am besten wissen, was das bedeutet. Aber am Ende hast du mir sehr geholfen. Um dich kümmere ich mich gleich. Zuerst kümmere ich mich um den Typen, der sich hinter dir versteckt. Gleich mal ein Foto machen? Ja. Vom Jägeroffizier. Das war gut. Das war knapp. Ist nicht möglichst schnell diese Waffe gleich einzusammeln. Ja, das weiß ich. Das war auch gut. Ja. Oh, das war knapp. Gut, dass wir uns den Herzcontainer geholt hatten noch, ne? Ja. Welcher Dude. Nehmen wir mal extra Herzen lieber. Safety first und so. Wieso auch immer er jetzt das gesehen. Ja. Sah lustig aus. Wow, Alter. Macke, ey. Ich glaube, ich habe zu viel gegessen. Ja, viel zu viel, ja. War es schon kaputt? Nee, gleich. Da war er Glück gehabt jetzt. Das
Alter, du gehst mir schon wieder. Ich hasse das am Anfang, wenn man so wenig Herzen hat, ey. Dann weich doch besser aus. Und der Pisser steht da nur rum, ja? Ja. Sehr gut. Und verdammt! Was für ein Arsch! Der, weil er sich hingebückt hat, hat er das Schwert nicht genommen. Weil du dich hingebückt hast. Nein. Ach Mann. Du kannst auch Spielstand laden und das normal machen. Da muss ich dem folgen ja auch wieder. Hat er bei nicht direkt vor dem Kampf geladen? Ich glaube nicht, wir können ja gleich mal gucken. Willst du vorlesen, oder? Ich kann nicht glauben, dass mir jemand gefolgt ist. Ihr wisst es wahrscheinlich schon, aber das ist alles meine Schuld. Es hat keinen Sinn, es zu leugnen. Ich bin ein Jäger, so wie er. Aber nachdem ich meine spätere Frau getroffen habe und Vater wurde, wollte ich mein altes Leben hinter mir lassen. Und deswegen ist meine Frau... Ich wollte nicht, dass sie meiner Familie noch mehr antun, also habe ich meine Position... Entschuldigung, als Wächter, irgendwas. Ich habe ihnen Informationen über euch und das Dorf zugespielt. Aber dann habe ich mein letztes bisschen Mut zusammengenommen. Ich wollte mit denen nichts mehr zu tun haben und meine Kinder beschützen. Aber ich hatte sie unterschätzt und so haben sie auch noch Impa und Paya mit reingezogen. Vielleicht wisst ihr schon, aber mit diesem heiligen Juwel lässt sich ein antiker Schrein öffnen. Wir hatten bisher kein Glück, aber euch könnte es gelingen. Paya und wir alle wollen euch helfen. Bitte legt das Juwel auf seinen Platz. Nö. Nee. Ja. Wollen wir das nochmal machen? Wenn du willst. Weil ich glaube, wir kommen erstmal nicht an den Winkligen heran. Das ist das Problem. Willst du das rausschneiden? Ja, wir sehen uns wieder, sobald wir wieder in Fight sind. So, sehr schön. Der Typ ist wieder drüben. Diesmal habe ich das Ruder in der Hand. Und die Schleichwürmchen auch. Weil er hofft, schneller an die Waffe zu kommen als ich. Oh, ich habe gar keine Waffe ausgerüstet. Toll. Nur weil du das Schwert weggeworfen hast. Du meinst die Fackel. Sag ich doch. Und nicht das Foto vergessen. War dabei. Das ist das Soldatenschild. Das meinte ich zwar nicht, aber okay. Dann haben wir das Schwert, was gleich kaputt geht, auch drin. Das hätten wir ja nochmal gehabt. Ein Soldatenbogen. Dreimal die gleichen Fokus. Den Text kannst du jetzt skippen. Ja. Nee, kann ich nicht. Ein bisschen jedenfalls. Ein Bild. Also den Foto vergessen, nicht vergessen. Ach so, Foto. Ja, habe ich hier gerade gesagt. Foto. War auch ein cooles Bild. Ja. Ui. Schade, das war die falsche Richtung. In your face. Den Baum sollst du eigentlich nicht fällen. So, das Schwert ist kaputt. Nehmen wir das. Auch dass das nicht in den Baum weggerippt oder so. Ja, denn jetzt. Immer lieber wieder in die Mitte mehr. Das hat er bei dir aber nicht gemacht. Nein. Ist das normal, dass er so langsam ist? Ja. Ich habe ein Pilz gefunden. Das zerbricht ja auch gleich. Ja. Nicht das. Nein! Ach so, aber das Schild zerbricht nämlich auch gleich. Stand da. Ja und? Du hast das Reiseschwert weggeschmissen. Ja.
Was denn sonst? Hm. Jetzt zum Beispiel. Ich brauch kein Schild mehr, ne? Hey, Rippen, Rippen, Rippen. Sehr gut. Bitteschön. Danke. Windklinge. Die exzentrische Klinge des Anführers der Jägerbande. Geschickte Kämpfer können diese besondere Form des Schwertes so nutzen, dass ihre Hiebe Druckwellen aussenden. Geht doch. Danke. Bitte. Beim ersten Mal habe ich das nämlich auch nicht bekommen. Also, als ich das Spiel zum ersten Mal gespielt hatte. Und es hat ewig gedauert, bis ich wieder so ein Heini gefunden habe. Weil das Schwert brauchen wir nämlich noch. So, jetzt können wir da weitermachen, wo wir aufgehört haben. Ja. Kannst du das Juwel auf seinen Platz lecken? Ja. Ich meine, es ist sogar ein Belohnungsschrein wieder. Eigentlich hätte er das auch selber machen können. Ja, ich bin halt der Retter der Welt. Das kann nur ich. Aber hätte er das machen können, hätte er das wahrscheinlich schon längst getan, auch als der Jäger das noch nicht geklaut hatte. Ein Schrein, der dein Name, das Juwel war, also wirklich der Schlüssel zu diesem Schrein, Link. Ich habe kein Recht, euch darum zu bitten, aber könntet ihr hier, was ihr hier geschehen ist, für euch behalten? Ich will nicht, dass Coco und Prico darunter leiden müssen. Ich weiß, ich kann das Geschehene nicht wieder gut machen, aber ich werde von nun an das Dorf und meine Familie mit meinem Leben beschützen. Okay. Schön. Erstmal die krasse Waffe hier fotografieren. Ja. Apropos krasse Waffe. Schade, dass es ein Zweihänder ist. Die sieht eigentlich recht cool aus. Ja. Ups. Du kannst ja gleich doch noch den Wischmopp einsammeln. Wozu? Weil du Waffen hast. Waffenplätze frei. Ein Wischmopp. Ja. Finde ich bestimmt was Besseres. Eine Fackel? Na. Kochlöffel lag da auch, also so eine Schöpfkelle. Ja, ein Belohnungsschrein. Ranaroki. Entschuldigung, da stand, ich soll Ranaroki schreien. Das Mushin-Großschwert. Dieses zweischneidige Schwert fertigten Shika-Schmiede speziell für die Soldaten Hyrules, denen die einseitig geschliffene Shika-Kurzschwerter allzu fremd waren. Siehst du, jetzt haben wir wieder. Ein mächtiges Mushi-Schwert. Auch ein Zweihänder, leider. Aber besser als nichts. Haut rein. Ja, 50 ist schon nicht schlecht. Und du hast überhaupt keine Nahrung verbraucht. Fällt mir gerade auf. Stimmt. Cool. Noch besser. Ich habe auch gerade gedacht, dann füllt er jetzt der Schrein unsere Herzen wieder auf. Moment, wir haben gar nichts verloren. Macht nichts. Schön. Machen wir ein paar Fotos. Schleichlink. Ja. Du hast den Käfer verscheucht. Die sehe ich immer nicht. Wenn ich einen Käfer sehe, soll ich dann Käfer schreien und du bleibst sofort stehen? Ich weiß nicht, ob ich das checke rechtzeitig. Deswegen frage ich. Ja, muss es nicht schreien.
So, jetzt können wir ja wieder zum Matheno-Institut und den Typen nochmal ansprechen. Schrei dann aber auch Käfer bei anderem Gedöns, was kein Käfer ist, ne? Wie zum Beispiel irgendwelche Echsen und so ein Kram. Käfer! Oh, guck mal, eine Echse. Bis ich Indrigenzien gesagt habe, hast du da schon längst vertrieben. Das Gefieh. Möchtest du mich etwas fragen? Dein Angebot? Ha! Du hast also Interesse? Wenn du mir antike Materialien bringst, kann ich deine Module verbessern. Wenn du den Chica-Sensor stärken willst, brauchst du drei antike Schrauben. Für das Bombenmodul brauchst du drei antike Achsen. Für das Stasis-Modul brauchst du drei antike Reaktorkerne. Alles klar? Dann hör auf, mich so verträumt anzusehen und bring mir antike Materialien. Jawohl, ja! Hast du antike Materialien mitgebracht? Ja, ich gehe mal von aus, ne? Im Austausch gegen antike Materialien kann ich deinen Chica-Stein verstärken. Jo. Welches Modul möchtest du denn verbessern? Fangen wir mal den Chica-Sensor an. Ja, der sollte auf jeden Fall hinhauen. Du möchtest den Chica-Sensor verbessern? Dann hätte ich gern drei antike Schrauben. Die hat doch Schrauben locker. Also dann, drei antike Schrauben und ein süßes Kratschika, bitte. Kratschika? Irgendwie scheint dir ein wenig die Begeisterung zu fehlen. Verbesserung des Chica-Sensors beginnt. Jetzt. Leitsteinsperre aufgehoben. Packen wir es an. Was war das noch? Achsen und Reaktorkerne, ne? Ja. Ich glaube, Reaktorkerne hatten wir noch gar nicht. Ne, ich glaube auch. Achsen haben wir vielleicht schon was, aber bestimmt nicht drei. Gucken mich gleich mal, bevor ich sie wieder anlabe und sie mich zutextet. Ja. Den restlichen Kram müssen wir noch ein bisschen auf Achse sein. Chica-Sensor plus der verbesserte Sensor befindet sich auch in den Objekten außer. Findet auch Objekte außer Schreinen. Er schlägt aus, wenn du dich dem Objekt näherst. Gehe in die Richtung, in der die Schläge am stärksten sind. Ich glaube, jetzt Stimmt, jetzt kriege hat ich der andere das. Typ die Ja. Aufgabe, ja. Verbesserung des Chica-Sensors abgeschlossen. Jo. Was? Stand da, hast du Was ist da? übersprungen. Genau so. Das Leitsteinchen hat auch alles gegeben. Ha. Guck, jetzt hat er was. Oh, ein Chica-Sensor Plus. Zeig ihn mir. Das war dein Part, aber egal. Also zeig doch bitte später Simin mal den Chica-Sensor Plus. Simin. Simon, Ich lieber. spreche Simon aus, ja. Achso. Tatsächlich, Achsen, drei, vier Stück. Cool. Machen wir das noch mit. Ja, fette Bomben. Hier, Dann kannst du Materialien. dich noch effektiver wegsprengen. Ja! Dann hätte ich gern drei antike Achsen. Jo. Katschika! Ja, es ist immer noch keine Begeisterung vorhanden. Packen wir es an. Kaffika. Dann laden die sich schneller wieder auf. Das ist eigentlich ganz cool. Und machen mehr Schaden. Ja. Die roten bombst du jetzt mit einer Bombe weg. Vorher Stimmt. haben die ja immer mit einer KP überlebt. Ja, sehr schön. Du liest gar nicht vor. Das wollte ich jetzt machen. Die Explosion ist jetzt noch stärker und die Aufladezeit ist kürzer. Füge Feinden Schaden zu und zerstöre Objekte, verwende je nach Bedarf runde oder eckige Bomben. Ich wollte gerade vorlesen. Ja, wirklich. Hätte ich jetzt auch gesagt. Genauso. Das Leitsteinchen hat auch alles gegeben. Ha! Sag Bescheid, wenn du noch andere Module verbessern möchtest. Guten Morgen. Endlich hast du den Chica-Sensor Plus. Das sollte sehr praktisch sein. Laut der einschlägigen Literatur kannst du damit nach Objekten suchen, die du mit dem Fotomodul aufgenommen hast. Aber das ist alles graue Theorie. Probieren geht über Studieren. Also mal sehen. Könntest du mir zuerst den Glutling hinter dem Institut mit Hilfe des Fotomoduls aufnehmen? Das habe ich doch schon gemacht. Ja? Hast du ein Foto des Glutlings aufgenommen? Jawohl.
Lass mich mal sehen.